Herzlich willkommen zum heutigen Experiment. Wir beschäftigen uns mit der pH-Abhängigkeit von Enzymen. Dafür benutzen wir wieder das Enzym Amylase, was im menschlichen Mundspeichel vorhanden ist. Wir brauchen für dieses Experiment außerdem Stärke, weil, wie wir wissen, spaltet Amylase Stärke in kleinere Zuckereinheiten. Dann brauchen wir wieder logolsche Lösung als Indikator. Und normales Wasser erwärmt natürlich, weil wir haben ja gelernt im letzten Experiment, dass Amylase temperaturabhängig funktioniert. So. Außerdem brauchen wir eine Säure. Als Säure bietet sich hier die Zitronensäure an. Könnt ihr auch einfach kaufen, gibt es in solchen kleinen Päckchen, dann ist sie länger haltbar, haben wir deshalb hier in der Chemie, wobei sich da halt eher frische Zitronensäure anbieten würde. So. Die Zitronensäure wird mit Hilfe von warmem Wasser aufgelöst und der pH-Wert bestimmt. Das mache ich mit Hilfe von Indikatorpapier. Da kann man einfach ein Stück von abreißen und am Ende den pH-Wert bestimmen. Hier sieht man zum Beispiel, dass sich das Papier rot verfärbt. Dann ist die Frage, okay, welcher pH-Wert hat denn dieses Papier jetzt? Und da gibt es beim Indikatorpapier diese Skalen, wo man genau nachschauen kann, okay, welcher pH-Wert befindet sich bei welcher Skala, beziehungsweise bei welchem Wert. Dann kann man ein weiteres Gefäß nehmen, worin man etwas Wasser gibt und das Zitronensäuregemisch hinzugibt. Das macht man einfach erstmal Pi mal Daumen. Dann nehmen wir ein weiteres Indikatorpapier und bestimmen den pH-Wert dieser Lösung. Und hier sieht man jetzt ganz schön, dass der ganz bisschen weniger rot wird als das Papier davor. Zwar immer noch sehr rot, aber weniger. Wir können mal vergleichen. Das nächste, was wir brauchen, ist die Stärkelösung. Stärke löst sich am besten, wenn wir eine höhere Temperatur haben. Dafür nehmen wir Wasser frisch aus dem Wasserkocher. Etwas Stärkepulver. Und das Ganze löst sich dann am besten unter Rühren. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Es muss nicht alles komplett gelöst sein, aber ein Großteil sollte verschwinden. Unsere Amylose-Lösung. Dann brauchen wir vier verschiedene Reagenzgläser, in denen je ungefähr 5 Milliliter von dieser Amylose-Lösung sind. Also Amylose ist Stärke. Da bietet sich ganz gut so ein Zylinder an. Geben wir 5 Milliliter ungefähr hinzu und füllen jetzt jedes Reagenzglas, jedes der vier, mit dieser Lösung auf. Okay, so, als nächstes benötigen wir unsere vorbereiteten Lösungen. Da brauchen wir ungefähr 20 Milliliter von, also das wäre ungefähr bis zu dieser Ebene.
Ich würde immer empfehlen, die Reagenzgläser zu beschriften, weil manchmal stellt man die doch um. Also ich organisiere mich eigentlich immer durch Positionen, aber das hilft auf jeden Fall nochmal. Am besten einen nicht permanenten Stift nehmen. Gut, dann haben wir unsere Lösung von ungefähr pH-Wert 4, die wir in das mittlere Gefäß schütten. Und unser letztes Reagenzglas füllen wir einfach mit Wasser. Natürlich auch auf Temperatur erhitzt. Na, ungefähr 30 Grad, 30 bis 40 Grad, dann funktioniert das schon mal ganz gut. So. In jedes Reagenzglas kommt jetzt, um die Reaktion zu starten, unsere Enzymlösung, also unsere Amylose. Ungefähr 1 Milliliter pro Gefäß. Und damit die Reaktion erstmal stattfinden kann, geben wir dem Ganzen ungefähr 5 Minuten Zeit. Wenn diese 5 Minuten vorbei sind, füllt man in jedes Glas wenige Tropfen logolsche Lösung. Wie wir im letzten Video gelernt haben, dient logolsche Lösung als Indikator für Stärke. Das heißt, würden wir eine Blaufärbung erkennen, wüssten wir, okay, Stärke ist vorhanden und Amylose, katalysierte Spaltung, hat nicht funktioniert. Also es hat keine Spaltung von Stärke zu kleineren Zuckerteilen stattgefunden. Was wir am Ende sehen, ist dieses Ergebnis. Wir haben drei verschiedene pH-Bereiche, 7, 4 und 2. Und wir erkennen, dass in pH-Bereichen 7 und 4 eine Färbung da ist. Diese Färbung ist wieder ein bisschen abhängig von der Temperatur. Man müsste da wirklich genau arbeiten. Also im Optimalfall hat man Wasserbäder, die durchgehend konstant erhitzt sind. Oder sorgt auch dafür, dass überall wirklich komplett die gleiche Menge drin ist. Also diese Zylinder sind zwar einigermaßen genau, aber man kann besser arbeiten. Aber der Sinn ist hier erfüllt. Wir sehen, dass bei pH-Wert 2 und 4 eine Färbung da ist und bei pH-Wert 7 nicht. Und ich möchte, dass ihr als nächsten Schritt dieses Versuchsergebnis interpretiert.